So, hallo, jo, werte Borderlands-Fans, wir retten diesen Claptrap heute. Wie wär's denn? Claptrap-Rettung New Haven. Du hast einen weiteren defekten Claptrap-Roboter gefunden. Auf den Schrottplätzen vor der Stadt sind die ausgemusterten, rostigen Claptraps aufgefallen. Könnten sie dir vielleicht als Ersatzteillager dienen? Na dann, gucken wir doch mal. Uns ist irgendwo schon was aufgefallen? Ah ja, das war wieder ein Jump-Rätsel. Soweit man das sowas in Borderlands 1 das nennen kann. Da ist die Jump-Mechanik ja noch flimsiger als im Dreier. Wobei das Ducken da auch nicht unbedingt mehr Spaß macht dann das mit dem Springen. Claptrap-Reparatur-Kit. Zumindest bei den Jump-Rätseln. Ein Hammer und einige rostige Nägel muss genügen. Ich weiß nicht. Ein bisschen Klebeband wäre bestimmt auch nicht schlecht. So. Alles klar. Claptrap, Rettung, New Haven. Danke, Fremder. Jetzt wird es doch noch ein schöner, wunderbarer Tag. Wie soll ich bloß meine Wertschätzung Ausdruck verleihen? Ich hab's. Nimm dies. Ich glaube, das wird dir gefallen. So, springt der nicht auf und macht uns noch eine Truhe auf? Oder hatte ich das falsch in Erinnerung? Doch. Hüpfe auf. Irgendeine Truhe hast du mir noch aufgemacht. Also dann, los! Genau. Tür, öffne dich. Das machen doch Claptraps, oder? Türen öffnen. Genau. Bums die Tür. Gib's ihr auf den Hintern und tada! Viel Glück! Dankeschön. Schauen wir doch mal. Und Schrott ist drin. Level 16 weiß. Na dann. Okay. Naja, Geld. Dann... Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht zu abonnieren, zu kommentieren und zu liken. Es hilft meinem Kanal aus. Ansonsten Tschüssikowski und bye bye.